So, neue Woche, neues Glück, neuer Weekly Vlog. Wir starten sofort unsere neue Woche hier um 11 Uhr. Also, wir sind schon wesentlich früher wach, aber um 11 Uhr starten wir jetzt mit unserem ersten Podcast. Ein richtig wichtiges Thema. Was das Thema sein wird, vielleicht erfahrt ihr hier im Blog. Aber auf jeden Fall wird's. Heute ist Montag, ne? Ja, der Blog kommt doch auch heute raus. Ja, das wollte ich gerade sagen. Der Podcast kommt heute noch online. Wenn ihr noch nicht gesehen habt, da könnt ihr jetzt zurück auf die Podcast-Liste und euch den Podcast aussuchen. Thema Rassismus, wichtiger, also schon stets und ständig ein wichtiges Thema, aber ich finde jetzt auch mit den Signalen aus den Europawahlen oder was hier Bezirkswahlen war, krasse Signale gesendet. Ich denke mal, da müssen wir ein bisschen drüber sprechen. Eigene Meinung, eigene Erfahrung, weil wir haben alle unseren Migrationshintergrund. Wir waren alle schon im ganzen Thema Rassismus ausgesetzt, unfreiwillig. Und deswegen nehmen wir uns das Ganze zum Thema. Jetzt um 11 Uhr rein in den Podcast. Ciao. So, Podcast ist im Kasten. Er rendert gerade, wird heute noch hochgeladen, hier am Montag. Wichtig und richtig das Thema Rassismus, Europawahl. Und, schaltet zu, schaltet ein, pipapo. Harrison schläft. Wäsche muss gemacht werden. Let's go. Hier, wir braten den Reis und gucken. Yummy, mammy. Jiggy buddy. Und just heute ist der zweite gekommen. Letzte Woche gesehen haben in Weekly Vlog, haben wir jetzt hier noch den zweiten aufgespannt. Und ich sag mal so, optimal, oder? Ich habe völlig vergessen mitzufilmen. Ich habe es zwar ja gerade in meine Insta-Story gepackt, aber wir haben jetzt Mittwoch, Start DX4, 12.06. Hier habe ich schon quasi einen Teil meiner Subs genommen, oh, ist ein bisschen unscharf. Aloha schon getrunken, ich habe die Minis nicht aufgemacht, ich hatte hier noch ein offenes Aloha. Hab hier mein Wasser getrunken. Das ist eigentlich immer so meine Morgenroutine. Wasser, da kommt nur ein bisschen Sole mit rein. Das Salzwasser, ne, zum Revitalisieren, Mineralisieren. Den Apfelessig. Und ja, mehr habe ich jetzt auch nicht als Intake. Ich trinke jetzt noch mein Espresso. Wobei ich nicht denke, so, komm, machst du mir wieder ein bisschen Abstand vom Espresso, also ein bisschen Abstand vom Kaffee und Koffein. Aber mir war gerade danach, deswegen ziehe ich mir jetzt hier noch den Espresso rein und ja, let's go. Da wieder Classy Fantastic hier. Ihre Bestellung wurde einem Hausbewohner übergeben. Ist klar, Brate. So, ein schnelles Video hier aus dem Auto. Wir sind gerade in Mannheim, die Giovanna abholen, weil die Jenny geht mit der Giovanna ihr Brautkleid organisieren. Und ich schmeiß die quasi hier raus und fahre weiter in meinen Lieblingsladen. Also fürs Standesamt das Kleid. Ja, ist ja trotzdem ein Brautkleid. Ja. So. Für mich geht es dann weiter in den Ikea. Für meinen Geburtstag ein paar Sachen besorgen für nächste Woche. Und ja, dann nehmen wir uns, nicht uns, sondern euch nehmen wir da kurz mit. So, einen Teil habe ich gefunden, aber ich weiß nicht, wo die Würstchen sind. Sag mal. Ich habe keinen Plan. Ein anderer Kollege hier, auch ein Kunde, der sucht ja auch. So, der Harrison ist auch dabei, aber irgendwie. Ich nehme euch mal kurz mal mit. Ich nehme euch mal hier mit. Und zwar. Ich glaube, das habe ich nicht ganz verstanden. Ich habe jetzt hier ein paar Hotdogs mitgenommen. Also. Hier die Würstchen, hier die Böllchen, unten drunter ist so ein Kit. Dieses Kit beinhaltet, irgendwas habe ich falsch gemacht. Aber auf alle Fälle habe ich jetzt irgendwie ganz schön viele Würstchen, ganz schön viele Brötchen. Und in diesen Kits ist enthalten Gurken, also Ketchup, Senf, Gurken, Röstzwiebeln und Tütchen für die Hotdogs, die reinzulegen. Und irgendwie hat das Ganze jetzt 59 Euro gekostet. Ich weiß nicht, 59 Euro, warum? Ich kapiere es nicht. Naja. Da ist noch ein Korki, da ist ein Cardigan. Wo? Das ist wieder typisch. Für die Tour gibt es zwei Abholdienste aus Grünstadt. Mannheim. So, wir sind dann mal auf geheimer Mission im Engelhorn, um ein Brautkleid zu finden. Aber jetzt sind wir noch auf Toilette. Also die Tour ist noch auf Toilette. Mal gucken, was wir hier finden. So,
Wir sind jetzt hier mal bei Totschick angelangt. Mal gucken, ob wir hier was finden. Happy? Und wie happy? Vor allem Schnäppchen gemacht, Schnäppchenjäger. So, wir sind jetzt hier im Kosa in Speyer, haben hier quasi das Junggesellenabschiedsessen. Wir hatten ja das letzte Mal bei Tobias Meck die Junggesellenveranstaltung. Und es ist schön leer, weil es ist Deutschlandspiel und natürlich guckt jeder Deutschlandspiel. Vom Essen angekommen. Ja, ich habe mal irgendwas diskutiert. Aber ich weiß. Jenny, was war schon schlecht? Jenny macht Jungfortos. Ehrlich? Oh Gott. Das ist die Junggesellenabschiedsplatte von der Mrs. Joey. Tschüss, ich nehme nur einen Löffel. Oh, der ist schon schön, ne? Ja, Punkte. 10 Punkte. 10 von 10. 10 von 10. 10 von 10. Lilly. 10 von 10. Perfekt. 10 von 10. Mann, 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 der aktuelle Weekly-Vlog. Wieder nicht so viel auf die Reihe bekommen, aber es ist halt eben so. Ich war gerade eben draußen mit dem Bub. Heute Abend Kroatien Spiel, Samstag haben wir. Gestern eine deutsche 5-1 Top-Leistung und Jenny ist gerade oben im Büro. Ich mache mich hier schnell fertig, weil die X vor Tag Nummer 4. Also letzter Tag heute. Ich nehme jetzt meine Supplements und starte quasi richtig in den Tag. Dann mache ich jetzt so ein bisschen was zum Essen für den Harrison. Jo, let's go. Ich weiß, das ist völlig random, aber wir haben ja unser Salz da bekommen. Und dieser ist so ein praktischer Streuer. Ansonsten haben wir das vorher mal mit dem Löffel rausgeholt. Random Facts, ich räume es jetzt weg. Kam nämlich, ich glaube gestern kam die Lieferung. Yes, yes. Doppelt gefilmt. Ich hoffe ich auch, wenn ich gehe. Ja, das hoffe ich diesmal auch, weil diesmal gehe ich mit dir. Wieso? Jasmine, ja, sag mal was. Jasmine. Naja, halt sind wir ohne. Und machen wir mal einen so. Überhaupt noch Hallo-Stopp. Hier sind wir in wunderschönen Bad Dürkheim. Im Kurpark Hotel. Zu unserer Business Opportunity. Ich würde sagen, das ist meine Location, ne? Wunderschön. Also die Pause kann man hier wunderbar auf der Terrasse verbringen. Nein, nee. Ich schaffe halt einfach nicht. Nee, man muss dazu sagen. In der Stufe. Jessie und Samu, wie gefällt das dir? Sehr gut, sehr schön, schönes Wetter, nette Leute, sehr informationsreich. Und er soll, sind Sie zufrieden bis hierhin? Alles vom Feinsten. Eigentlich wollte ich Sie mitfilmen, aber nächstes Mal. Wie will ich mitfilmen? Bei der Geschäftspräsentation wollte ich TikTok live gehen. Wir gehen ja nochmal live. Ja. So ganz gut, ne? Kann ich sagen. Bin zufrieden. Gut. Schönes Käffchen trinken. Ja, Hauptsache Wasabi. Ne? So, Kines, Veranstaltung erfolgreich beendet, hinter uns gebracht. Das heißt, hinter uns gebracht, das ist immer so negativ, aber war echt wieder gut. Und heute, auch für uns ein Novum, gehen wir ins Dürkheimer Riesefass, ins größte Weinfass der Welt, gehen wir was schnabulieren mit den Liebsten und Präsentern hier. No? Guck mal, was es heute auf dem Teller gibt. Was meinst du? Macht mir gerade ein bisschen drauf. Wenn du früher gesehen hast, mit ihrer langen Halt irgendwie so ein bisschen, finde ich. Oder Video oder? Tatsächlich gerne dann mit der Denise und euch mal planen. Finde ich dann. Dankeschön. Ja, wie ich bin. Boah, das sieht aber. Richtig Power. Machen wir uns ein bisschen durcheinander. Siehst du mal?
Beste Eis, wo gibt's? Vanini, Worms, Neustadt, Weinheim. Erdbeerbecher, hab ich. Was hast du für einen? Nougat. Nougat. Gute. Cool.